Ja, lässt sich dann bezahlen, es sei denn, ihr wollt Spirenzchen machen. Also Mann. Könnt auch erkennen, wenn ihr Klar. weiterreitet, die Leute haben wohl teilweise Bögen, teilweise Armbrüste. Und die Bögen sind auch gespannt, zumindest jetzt, wo euer Erscheinen angekündigt wurde. Ja. Wenn ihr sie erreicht, dann sind sie fertig gespannt. Ich möchte einfach nur mal darauf achten, dass jeder auch seine Sachen bezahlen kann und niemand jetzt hier unnötig nach Kleingeld gräbt. Ja, also auch für dich jetzt aus der näheren Umgebung von Baronen, das ist einfach so ein Witz. Und auch Ragnar hat ja schon gesagt, dass diese Wappen unterschiedlich. Okay, ja, hier fehlt ein Stickfehler und da ist noch irgendwie ein heraldisches Zeichen. Der eine hat einen Ast durch, der andere eben nicht und oh, es ist ein Graus. Es ist zum Weinen und zu Verzweifeln, aber naja gut, euch wurde ja schon von diesen Räuberbaronen erzählt und jetzt wisst ihr, wie das eben hier funktioniert. Normalerweise müsste man die ja jetzt alle Pras gefällig niedermachen, aber wir haben wichtigere Dinge zu tun. Auf dem Rückweg vielleicht. Auf dem Rückweg vielleicht. Ja, sie grinsen, kauen noch ein bisschen auf ihrem Gras herum, was sie irgendwo gefunden haben. Vielleicht ein bisschen schwarzen Tabak, den sie gerade von der einen Backe in die andere Backe rüberschieben. Mal nochmal ausspucken, richtig schön schwarz. Und euch dann noch einen schönen Tag wünschen, nochmal an den Hut greifen. Abdulon bzw. Ömer hat gerade ein Silber gespart. Kommt aber auch ohne Spirenzchen drumherum. Du kannst wohl in dem Wald noch erkennen, wie da zwei weitere auf deiner Seite liegen, die du umgehen kannst. Und auf der anderen Schneehügelseite wirst du auch noch das ein oder andere Glitzern erkennen, was dann nicht vom Schnee kommt, sondern von, ja, Leuten, die Wahrscheinlich da Waffen. wahrscheinlich Waffen, ist nicht wirklich abgetan, die liegen da und ja, die beiden Leute, die da im Wald sind, haben auch Armbrüste, die auf die anderen gerichtet sind. Ja, ich werde die Leute nicht angreifen, dann lieber nur heimlich umgehen Ja, und. also du musst auch nicht würfeln, die sind nicht so firm wie du und dementsprechend passt das. Na, wenn Abdullah dann hinter einer Biegung wieder hervorkommt. Ja, da lagen noch auf jeder Seite zwei Leute mit Armbrüsten im Gebüsch. Natürlich. Ich spucke noch mal sehr bitter aus. Sie Alles so müssen, die, Dinge. das war ein ganzes Dutzend. Sich jetzt mit denen anzulegen wäre, ich hätte das glaube, das hätte unsere Kräfte aufgezehrt, zumindest einige von uns. Natürlich. Das ist nur eines der Dinge, die wir ertragen müssen auf unserem Weg. Hoffen wir, dass alle Zollstationen so leicht passierbar sind. Das nächste kleine Dorf mit um die 100 Einwohner, ganz genau wisst ihr das nicht, im Herzen der Räuberbaronie Östlingen ist Balken. Hier gibt es, ja, ist ein kleiner Ort, etwas im Süden von hier könnt ihr den Wegweiser noch erkennen. Da geht es wohl zu einem Steinbruch und wenn ihr hier die einigen Dorfbewohner dann fragt, die dann auch sehr nett sind, allerdings mit ihrem sehr typischen Akzent gehen sie euch richtig schnell auf die Nerven. Da arbeiten wohl 60 Schwerverbrecher, die da Steine schlagen. Das sind dann irgendwelche festgenommenen Leute aus den Tobrienkriegen, Fahnenflüchtige oder, naja, vielleicht auch noch vom Ogerzug. Alle Kriege, die noch irgendwie anstanden, wenn da Fahnenflüchtlinge waren, irgendwelche Schwerverbrecher, die da Steine Wegelagerer. schlagen. Und ja, wenn der eine mal ausbüxt, dann bleibt er halt hier und daher ist das eine Räuberbaronie. Gibt auch noch ein provisorisches Zuchthaus hier in Balken mit schweren Eisenstangen, die dann direkt zur Straße raus zeigen, wo dann auch ein paar Hände rausgreifen. Ich bin unschuldig, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig. Freunde, Freunde, lasst mich raus. Ihr müsst mich herauslassen. Ich bringe Frieden. Ja, das sagen sie alle, dass sie unschuldig sind. Ja, zwei Dutzend Gardisten, die dann nach den Händen treten, wenn sie dann da rauslangen und ja. Die Gardisten sehen halt genauso abgerissen aus wie die Leute innerhalb dieser Gittchen, aber ja, herzlich willkommen in Weiden. Könnt dann aber auch vorbeiziehen. Balken müsstet ihr nicht bleiben. Es gibt noch ein weiteres Dörfchen, was dann Wolfshag hieße. Und Salthiel wäre natürlich auch nochmal die allerletzte Möglichkeit. Irgendwas, was ihr noch tun wollt, irgendwelche Gerüchte, die ihr aufschnappen wollt? Wie sieht denn die Zollstation aus, wenn man den Sichelsteg überwunden hat? Also die Zollsituation, sorry. Zollsituation, wenn ihr den Sichelstieg überwunden habt. Ja. Boah, Den Abstieg. die meisten waren noch nie drüben. Warum auch? Na gut. Wie sieht es mit den Goblin-Aktivitäten letzter Zeit aus?
Die Schwarze Sicher ist bekannt ja für Goblins. Das kommt eben drauf an, wo du hin willst. Wenn du zwischen die Sicheln willst, rote und schwarze Sichel, irgendwie nach Dragenfeld, das ist A, verboten vom Herzog und B, wimmelt es davon von Goblins. Also die kriegst du da nicht raus. Man sagt ja auch, dass die rote Sichel heißt rote Sichel. Naja, weil da eben so viele Rotpelze sind und die färben dieses Gebirge von schwarz nach rot, weil da so viel Pelz ist. Und die schwarze Sichel ist goblinfrei? Nein, die ist auch, also der Sichelstieg ist je nach Region, je nach Jahreszeit, gibt es da mal auch wieder Goblin-Überfälle, aber das ja, meist, also gut. im Winter sind es eher Oger als Goblins, das ist das Gute. Okay. Ich denke, dass die letzte Zeit die Goblin-Überfälle zugenommen haben in den örtlichen Dörfern hier. Nein. Also es gibt wieder ein paar Gerüchte über den schwarzen Mann, aber über Goblins in der Sichel zurzeit nicht. Wohl im Winter halten sich zurück. Wo wir doch gerade von bunten Pelzen reden. Orks haben sich keine blicken lassen, oder? Nein, Freunde, hier nicht. Wir sind stark. Ein Glück. Ja, du guckst so ein bisschen zurück. Eine wirkliche Palisade gibt es nicht. Es ist einfach ein Wall, der aufgeschüttet wurde von harter, festgefrorener Erde. Da kann man, da muss man nicht mal hochspringen oder so. Da kannst du einfach drüber laufen. Und beim Tor, da sind einfach zwei Pfähle in den Boden gerammt. Und das, also, diese Menschen sind komplett von sich überzeugt. Ihr könnt es euch auch, das hier ist ein ganz typisches Beispiel. Das hat jetzt sogar noch eine Palisade. Das ist dann also eines der nächsten Dörfer. Aber wie gesagt, bei 92 Leuten in Balken, die haben hier gar nichts. Naja, wenn das Einzige, womit sie sich rumschlagen müssen, Goblins und ab und zu mal Oger sind, dann braucht man auch keine Befestigung. Naja gut, also die Oger werden dann ja eher Salthiel belagern und nicht Balken. Oder Wolfsrad. Wenn da mal ein einsamer Oger oder zwei herbeimarschiert kommt, da kümmert sich der örtliche Ritter drum und fertig ist das. Gut, wenn ihr weiterziehen wollt, keine weiteren Gerüchte, dann würdet ihr irgendwann nach Wolfsrad kommen. Gräflich ist es schon mal Salthiel, zumindest gehört es zu der Region, aber eben noch ein Dorf mit um die 200 Einwohner und die haben sogar ein Paraine-Tempel und einen Dorfgasthof. Hier müsstet ihr dann auch übernachten, allerdings werdet ihr feststellen, dass das dass der Gasthof verrammelt ist, weil wohl vor ein paar Tagen das Mobiliar so stark beschädigt worden ist, dass hier kein Einlass mehr ist. Wurde komplett zertrümmert. Wer hat es denn zertrümmert? Das steht da zumindest nicht. Wahrscheinlich die Einheimischen. Zu viel getrunken. Ihr wisst ja, wie das ist. Feuerwasser und so. Dann geht man um Wolfsacks Taverne herum und schaut sich das Ganze mal näher an. Versucht mal, einen Blick hereinzuhaschen. Zumindest Abdullon will das einmal tun. Aber irgendwo Leute sieht, die da drin sind. Ja, wenn du dann einmal rumgehst, kannst du dann hinter ein wirkliches Fenster, ist es nicht, Butzenglas eingerissen, mit dem Rest dann noch irgendwie Stoff zwischengeklemmt, kannst du dann erkennen, wie da wohl jemand gerade in der Küche steht und Töpfe putzt. Daneben noch irgendwie, es riecht ein bisschen nach Dinkel oder Roggensuppe. Und da steht gerade ein Koch in Anführungsstrichen. Ja, dann klopfen wir sanft an die Scheibe. Entschuldigt, klopf, klopf, da irgendwo, wo du durch den Spalt durchguckt. Wie kann ich dir helfen? Kann man hier noch übernachten? Übernachten? Wir haben Platz für Übernachtung. Das ist gut. Aber wir haben keine Sitzmöglichkeiten unten mehr. Ihr könnt reinkommen. Ich lasse euch hier rein. Kommt in die Küche. Dankeschön. In die Küche. Dankeschön. Man geht mal außen rum und geht dann wieder. Der Wirt, der da anscheinend gerade kocht oder sowas, lässt uns hinten rein durch die Küche. Er hat zwar kein Mobiliar mehr, aber wir können zumindest rein, es ist wärmer als hier draußen. Und wir dürfen übernachten. Hervorragend. Gut mitgedacht. Ich dachte mir, dass die Leute, die hier die Wirtstaverne, diese Taverne führen, werden hier bestimmt auch leben in dem Gebäude. Deswegen wollte ich mal gucken, ob die uns vielleicht trotzdem reinlassen auf gut bitten. Nun, dann werden wir zumindest nicht im Tempel oder sonst irgendwo runterkommen müssen. Aber lass uns die Augen offen halten, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe so viele schlimme Dinge über die Schwarzen Lande gehört. Wir sollten immer gucken, dass wir... Warum das Mobiliar zerschlagen ist, da gibt es ja mehrere Gründe vielleicht für... Und noch sind wir aber nicht in den Schwarzen Landen. Immer zu meinen Achsen. Ich weiß nicht, wo die Grenze verläuft. Tut mir leid. Du wirst merken, dass sie in etwa irgendwo da ist, wo niemand mehr wohnt. Wir werden, wenn ich mich nicht irre, an einer Festung vorbeikommen.
Ach so. Okay. Ja, dann führt man die mal rum zu dem Kücheneingang, wo Abdul den vermutet. Mhm. Ja, die Tür ist auch schon sperrangelweit auf, zieht gerade die richtig gute warme Luft wieder nach draußen und der Koch steht da wohl auch gerade, kaut ein Grashalm, wo auch immer die immer herhaben, kaut auf schwarzem Tabak rum und hat auch schon 3, 4 Teller mit ja Brei hingestellt, wahrscheinlich irgendwie Roggen- oder Dinkelbrei, die er euch dann anbietet, wenn ihr reinkommt. Danke, danke. Also gut, Freunde, ich kann euch nach kleiner oben bringen. Wie gesagt, wir haben einige Probleme. Wir brauchen den neuen Holz, den neuen Holz. Aber im Winter ist das Holz alles kalt und voller Wasser. Deswegen müssen wir warten, bis wir neues Material haben. Kommt rein, kommt rein. Und warum hat man euch denn das Mobiliar zerschlagen? Ich meine, eine so vollständige Zerstörung ist ja doch eher ungewöhnlich. Das war Yoga. Yoga Ragnarodir. Eine hiesige Bergführerin, die sich etwas aufgeregt hat. Klingt... Ich weiß nicht. Klingt Torwalsch. Ei, sie kommt von fern her. Von der Küste. Sie kommt von der Küste und es ist wohl eine Wanderstochter. Sie bietet Führung durch die Sicherung. Sie und ist eine der hier rein? Freiwillig? Oh, was soll ich machen? Niemand kann sie bändigen. Sie trägt ein rotes Tuch und man sagt, niemand kann sie bändigen, nur Svafnir. Wo könnte man diese Frau denn finden, wenn man geneigt wäre, mit ihr zu sprechen? Oh, sie kommt jeden Abend hierher. Und ich muss sie auch reinlassen. Wieso ich sonst die Türe zerschlägt? Ei. Das ist richtig. Ihr wollt doch nicht wirklich eine Torwallerin anhören. Ich glaube, es wäre vielleicht nicht ganz schlecht, irgendeinen Bergführer anzuhören, meint ihr nicht? Sie ist die Beste. Ja, aber nicht eine Torwallerin. Also, das kann doch nur im Chaos enden. Meine dann Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr sie anwerbt, weil dann ist sie weg von hier. Ragnar, ihr beide habt doch gemeinsame... Du weißt schon, Vorfahren. Ja. Du kannst da doch sicherlich einen Kontakt finden. Ich könnte da einen Kontakt finden, ja. Allerdings, Frosty, weiß ich als Nicht-Torwaller von der Wahlwut? Sagen und Legenden, ja gut, ich glaube, ja, du weißt davon. Ich kann dich würfeln lassen, aber seine Werte sind so hoch, ja, du weißt davon. Du Na, kennst klar. Wahlwütige. Dann, ich würde lieber einen anderen, Pfadführer suchen, da ein rotes Stirnband bei Torwallern nicht unbedingt den neuesten Modetrends aus dem Horasreich entsprechen. Oh nein, oh nein, sie wird mir wieder alles zerschlagen, wenn sie das hört. Wenn sie hier gleich reinkommt und hört, dass ihr sie nicht mitnehmen wollt, weil sie wahrwütig ist, dann schlägt sie hier alles kurz und klein. Das ist beim letzten Mal auch passiert, vor 3 Tagen, als hier ein paar andere Reise rüber wollten. Das müsst ihr ihr ja nicht erzählen. Ihr braucht ja gar nicht sagen, dass es Gäste gibt. Dann finden wir einen anderen Führer. Was gibt es denn hier sonst noch so für Führer, werter Wirt? Wir sind ein kleines Dorf. Wir haben hier nur die Leute, die... Er zuckt mit den Schultern. Nur die Leute, die hier wohnen. Und diese Frau ist einfach hierher gekommen und hat gesagt, sie ist Führerin für die Schwarze Sichel. Ei. Sie macht das mehrmals. Und immer wenn sie wieder rüberkommt, dann bleibt sie wieder hier. Und wir wissen nicht, was wir gegen sie tun sollen. Hängt sie auf. Hat sie jemals Leute geführt, die ihr danach schon nochmal wiedergesehen habt? Jemals? Nein. Hm. Und wer geht schon zweimal über die Sichel, wenn er nicht unbedingt muss? Das stimmt, aber manchmal... Naja, ach, keine Ahnung. Ihr glaubt doch nicht, dass die Frau Leute verschwinden. Die Hohen Ritters Männer brauchten keine. Also, hier kommen viele, viele Leute, die gegen die Schwarztobria ziehen wollen. Und die brauchen keine Führer, weil sie sich so clever halten und das alleine schaffen wollen. Wir sind doch auch ganz clever, oder? Komm mal in die Runde. Das letzte Mal, als wir ohne Führer unterwegs waren, war auf Maraskan. Und du lagst danach 2 Monate flach. Das ist ein Argument, aber ich bin ungern mit einer Wahlwütigen unterwegs. Mit einer was? Einer Wahlwütigen. Das sind die von Svafni Auserwählten.
Sie können ihren Zorn nicht kontrollieren und wenn sie in Zwafnis Rage geraten, dann kann sie auch nichts mehr aufhalten. Sie werden, nun, wenn wir sie auch irgendwie, sie ist quasi ein wandelndes Pulverfass. Also etwas, das der Horasia wohl temperiert nennen würde. Das ist wohl tatsächlich eine Untertreibung. Selbst ein Horasia würde das nicht wohl temperiert nennen. Das ist einfach nur brandgefährlich. Und während ihr euch gerade in der Küche unterhaltet, was ihr jetzt tun sollt, könnt ihr sehen, wie die Tür geöffnet wird und eine riesen die Schenke betreten, beziehungsweise die Küche, in der ihr immer noch steht, mit dem Grießbrei in der Hand, immer noch nichts davon gegessen, was ihr jetzt diskutieren sollt. Swaffen ihr zum Gruße! Oh, ich futter schon fleißig. Swaffen ihr zum Gruße! Sie nickt einmal von oben herab, sie ist mindestens so groß wie ein Trollzacker. Vielleicht ist es auch Trollzackerblut, zumindest hat sie mit Swaffnir gegrüßt. Jacke Jurga! Jurga Ragnar dort hier! Preis und Gruße. Sie ignoriert dich komplett und geht auf Ragnar zu. Ein Bruder. Nein, nein. Ein Bruder, schön dich zu sehen. Was führt dich in die Sichel? Swaffnir zum Gruße. Wir wollen. Lass uns rüber. Trinken, Bruder. Klar. Würzmann, 3 Bier für uns. Und was trinkt Ragnar dann? 1 Bier. Die anderen beiden sind für mich. Ja, das klingt doch gut. Ja, sie geht dann auch durch die Tür, schiebt dich auch mit rüber. Du siehst, wie alles komplett zerborsten ist. Auch der Tresen ist auch gar nicht mehr vorhanden. Da ist wohl ein menschenförmiges Loch in dem Tresen, als ob da jemand durchgeprügelt worden ist. Und ja, sie stellt sich dann irgendwo an den Tresen ran, stellt einen Stuhl wieder auf, der da zerborsten irgendwo neben liegt. Nein, wir setzen uns nicht. Wir bleiben hier stehen und stoßen auf Torval an. Bei Swaffnir. Das auf jeden Fall. Bei Swaffnir. Wo wollt ihr denn hin? Ich habe euch ja noch nie gesehen. Erstmal rüber über die Sichel. Wir haben da einige Sachen zu erledigen. Das wohl, Weißwaffnir. Weißwaffnir. Soll ich euch begleiten? Sind die anderen mitgekommen? Nein. ich pack das mit der Kneifzange nicht an. Ihr könnt zumindest sie durch die Schwingtür hören. Ragnar vielleicht nicht, der ist ein bisschen leiser, aber sie könnt ihr hören, jedes einzelne Wort. Also ich komme auf jeden Fall mit, das sieht interessant aus. Außerdem hetze ich die vielleicht gleich auf Abelmir. Ich suche mir irgendwo so einen Stützpfeiler zum Anlehnen und beobachte das nur, damit hier nichts eskaliert. Das kann Ragnar alleine kriegen. Ihr müsst wissen, ich bin die beste Führerin hier. Das wohl. Weiß Swaffnir. Ei. Das habe ich schon gehört. Gut. Wir freuen uns natürlich, euch mitzunehmen. Ihr müsst wissen, zu dieser Jahreszeit sind besonders viele Ogre da. Und Drachen. Das ist ja sehr gefährlich. Drachen? Was? Dann müsst ihr mir mehr erzählen. Oh je, jetzt geht das wieder los. Ah, kleiner Mann. Ihr seid auch nur abgebrochene Torwaler. Mit Zwergen kann man gut trinken. Setzt euch zu uns. Abgebrochen. Wir sind ja keine Magier oder Horasier. Ja, sie spuckt aus mitten in der Taverne, aber es ist auch völlig egal. Abschaum allesamt, sag ich euch. Abschaum, Magier. Richtig, richtig. Dem konnte ich nur beipflichten. Dagard versucht gerade irgendwie eine Situation zu finden, wo die beiden sich miteinander zu unterhalten und dann davon zu fleichen, aber wird dir nicht gelingen. Die gesamte Aufmerksamkeit gilt dir oder 70% dir und 30% Eisemann. Was tun die anderen? Größenverhältnis. Abdullah ist irgendwo im Hintergrund, hat seinen Bogen jetzt gerade entspannt, die Sehne wieder in das Fettdöschen zurückgepackt, damit die sich sozusagen jetzt durch die Kälte zerstört wird, denn das passiert mit Sehnen ja sehr schnell bei Bögen. Packt den Bogen, wischt den einmal sozusagen trocken auch wieder ab, dass er sozusagen keine Kerne, keine Feuchtigkeit zieht. Und sitzt da eigentlich jetzt, hat sich irgendwo in die Ecke gesetzt, wirklich im Schneider jetzt auf dem Boden, hat da so ein bisschen Schutt vielleicht zur Seite geräumt, so ein bisschen in der Ecke. Und hat sich so eine Decke geschnappt, hat die so halb zum Sitzkissen umgeformt, sitzt da drauf und löffelt jetzt gerade seinen Brei. Oh, ich sitze am Tisch und futter. Völlig unbeschwert. Was denn für ein Tisch? Was für ein Tisch? Ich dachte, er hat da auf den Tisch die Dinge jetzt gestellt. In der Küche, ja. Ja, in der Küche. Da ist aber kein Stuhl. Ach so, dann stehe ich halt am Tisch und esse. Okay, gut. Ja, dann stehst du weiter. Der Wirt schaut so ein bisschen verängstigt in Richtung dieser Schwingtür und hofft, dass sie einfach nicht wieder aufgeht.
macht da gerade einen weiteren Brei und zapft das weitere Bier und geht dann durch eine zweite Schwingtür, geht er dann nach draußen und stellt dann drei Bier, zwei vor Yoga ab und eins vor Ragnar. Da sieht so aus, als würde er gerade am liebsten ganz woanders sein. Ja, wo du schon hier bist, Wirt, gib mir auch noch zwei Bier. Ja, das war so schön. Ei, mein Zwerg, ich bringe dir gleich noch ein Bier. Was tut Amine? Na gut, Amine hinaus. Was tut Abel mir? Ich. Amine hinaus. Wollen wir wetten? Es dauert keine Stunde. Dann beginnt stark eine Schlägerei. Ein Silber. Aber. Dann würde ich ja freiwillig verlieren. Sagst du das in der Küche oder sagst du das? Ja, natürlich in der Küche. Okay. Ich stehe direkt neben ihm und löffel da die Suppe. Das hätte sein können, dass du das extra sagst. Nee. Und ich sag's auch nicht so laut, dass man es in einem anderen Raum hören kann. Ja, sie würfelt mal Sinnschärfe. Oh, bitte. Ich hätte dich bekommen. Ach, schade, als erstes Klugheit, das hat sie bestimmt nicht hoch. Nee, das schafft sie nicht. Kann ich die beiden hören? Ja, wenn du jetzt eine plus 5 Sinnschärfe schaffst, dann kriegst du das mit. Ich stehe einfach so an der Seite. Ist okay. Ging nur darum, ob sie das hört oder nicht mit der Schlägerei, dann wäre es wichtig. Und? Ein Silber? Seid ihr dabei? Nein. Ich wette mal den Kopf in die Küche. Sachen. Ich wette 3. Dass ich den anfange, da kannst du lange warten. Nein, dass überhaupt nicht mal dann anfängt. Genau. Oh. Ihr wettet also dagegen, dass keine Schlägerei stattfindet. Richtig. Gut. Greift die Hand und. Abgemacht. Sag mal, Joga, was verschlägt dich eigentlich so in die schwarze Sichel? Was mich hierher verschlägt? Boah, Heldentaten. Heldentaten. Weißt du, Affine, das wohl. Sie stützt sich so ein bisschen, sie klopft ihm, es hätte aussehen können wie ein Schulterklopfen, aber sie stützt sich so ein bisschen am Zwergen ab, während dem gerade ein Bier gereicht wird. Ei, das wohl, hier wohnt der Drache Lessankan. Kaiserdrache. Heldentaten. Kann man dich Mann ja nur unterstützen, wenn ihr auf Drachenjagd geht. Sehr vernünftig. Gute Dame, sehr vernünftig. Und ab und zu, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, kümmere ich mich um Reisende. Reisende wie euch. Wie viel verlangt ihr denn so am Tag? Zwei Silber. Zwei Silber für eine sichere Führung durchs Gebirge. Das wohl, bei Svafnir. Also mein Vertrauen habt ihr schon, aber vielleicht solltet ihr die Magier da hinten mal überzeugen. Vielleicht glauben die ja nicht, dass ihr kampfstark genug seid. Magier? Ja, da in der Küche sitzen zwei. Du siehst, wie ihre Augen rot aufleuchten und glühen und dann geht sie mit ihren zwei Bieren in der Hand, beide in einer Hand gehalten wohlgemerkt, durch die Schwingtür und sie steht plötzlich riesig, wie sie ist, vor den beiden Magiern. Ihr haltet mich für schwach bei Svafnir? Das wohl. Wer hat denn das gesagt? Stellt ihre beiden Biere ab, so elegant und verschüttet es ein bisschen in die Grießbreisuppe von wem auch immer. Noch habt ihr euch da nicht alles genommen und krempelt sich erstmal die Ärmel hoch. Drei Silber, da das Abend mir gleich auf dem Boden liegt. Wer hat denn sowas behauptet? Wer täuscht dort so Lügen auf? Der abgebrochene Torwaller da drin. Bei Svafnir, das wohl. Meint ihr Ragnar? Er hat gesagt, ich bin schwach. Ich würde jetzt auch mal durch die Tür treten. Ja, also die Magier, die vertrauen den Torwallern hier nicht. Ganz seltsam. Ihr vertraut den Torwallern nicht? Nun ja, sie sind nicht gerade das vertrauenswürdigste Volk. Sie sind bekannt als Räuber, Trinker und Frauenschänder. Warum gehen wir nicht schon mal hoch auf unser Zimmer und bereiten uns für die Reise morgen vor? Ja, komm mal mit. Ich pack ihn am Genick und nehme ihn mit. Ja, das ist Yoga halt völlig egal. Sie fängt jetzt an und zwar. Oh, ja, wie fangen wir einfach mal an? Sie wandelt um, zwei Attacken. Nö, hier wird kein Jezorn gewürfelt, die schlägt direkt zu. Für mich nicht das Donnerkeil. Ja, aber die Jezornprobe ist ja dafür wichtig, ob sie die Kontrolle verliert oder ob sie vielleicht einfach nur ein paar Tissen. Ach so, du meinst wegen der Wahlwut, dass sie sich. Ja, klar, die kann auch einfach triggern. Wahlwut triggert. Perfekt. Sehr gut, Abelmir. Ja, dann würfeln wir jetzt Initiative und Ärmel sind schon hochgekrempelt. Sie fängt gleich an mit zwei Angriffen auf Abelmir. Hättest du dagegen, Eisenmann? Nein, natürlich nicht. Nochmal schnell die Wetten sichern.
Ich hab meine schon verloren. Wenn Abelmir das überlebt, ist er drei Silber reicher. Hey, Abelmir, ein Haufen ist eh für dich. Und dann Lebensenergie ist eh.